besten aller Klassen und aller Zeiten. Okay, wie funktioniert das Spiel? Wie funktioniert dieses Spiel? Du kennst Master of Dragonslayers Defender nicht? Nein. Nicht so richtig. Na gut, ich zeig's dir. Wir haben beide einen Haufen Karten. Aus deinem Haufen wählst du dir 10 Karten aus. Das ist dein Deck. Dabei ist zu beachten, dass du 3 rote, 4 gelbe und 2 grüne... Später. Außer natürlich, du hast eine Spezialisierung auf Stangenwaffen und du... Noch später. Aber nur, wenn deine Magie lichtbasiert ist. Bei Feuermagie oder Erdmagie ist... Noch später. Und das sind in etwa die Grundlagen. Alles verstanden? Schon, aber es scheint, als hätte man überhaupt keine Chance zu gewinnen, wenn man nicht sehr gute Karten hat. Das ist kein Problem. Ich habe sehr gute. Also, wollen wir eine Partie spielen? Also schön, spielen wir eine Runde. Aber ich habe keine Karten. Ich weiß. Ich leihe dir welche. Natürlich kann ich dir unmöglich gute Karten geben. Die sind viel zu wertvoll. Ich befürchte, du musst dich mit weniger guten Karten zufrieden geben. Also gut, los geht's. Booyah! Ich bin der ungeschlagene Champion! Ja! Ja! Ich könnte ihn schlagen. Es liegt an meinen Karten. Mit denen habe ich keine Chance. Okay. Sie gewinnen nur, weil sie die besseren Karten haben. Ich glaube, sie gewinnen nur gegen mich, weil ihre Karten viel besser sind als meine. Warum leihen sie mir keine besseren? Damit es für mich schwieriger wird? Warum sollte ich? Wenn Sie nicht für faire Bedingungen sorgen wollen, mache ich es. Ich besorge mir jetzt bessere Karten. Viel Glück dabei. Okay, ich besorge mir. Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Okay. Dann fragen wir mal den Krämer, ob der Karten hat. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Söldner. Hast du die Ratte endlich erledigt? Ich denke, ich werde Ihnen die Maske bald geben können. Wird auch Zeit. Was willst du? Ich möchte etwas kaufen. Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Haben Sie Spielkarten für Master of Dragonslayer Defender? Ich würde gern Karten von Master of Dragonslayers Defender kaufen. Was ist denn das? Ein Sammelkartenspiel. Man muss gute Karten haben, um zu gewinnen. Und die Karten kann man sich in kleinen Packs nachkaufen. Und du weißt nicht, was in den Packs ist? Nein, man braucht Glück. Irgendwann wird schon mal was Gutes dabei sein. Man muss nur immer wieder kaufen. Tja, bei meinen Ahnen. Was ist? Warum ist mir so etwas nicht eingefallen, als hier noch was los war? Hört sich an wie eine Lizenz zum Goldstanzen. Dann haben Sie wohl keine Karten? Komm nach dem Krieg wieder, da werde ich welche haben. Garantiert. Okay. Haben Sie etwas Essbares auf Lager? Könnte ich etwas Essbares kaufen? Brot, Obst, Fleisch? Pah, woher soll das nur kommen? Die Bauern liefern nicht in eine Geisterstadt. Und alles, was ich auf Lager hatte, hat sich der verdammte König der Diebe unter den Nagel gerissen. Schade. Dann möchte ich nichts kaufen. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Ich glaube, Meister Markus hat eine halbe Karte. Meister Markus? Ja? Sie, kennen Sie zufällig das Spiel Master of Dragonslayer Defender? Kennen Sie sich mit Kartenspielen aus? Kennen Sie Master of Dragonslayers Defender? Ja. Hab ich mal eine Zeit lang gespielt, bevor WoB kam. Ich hab aber immer gegen Schildträger verloren, bevor er zur Stadtwache ernannt wurde. Damals war er noch Gehilfe beim alten Pew. Hat mich ständig damit genervt, wie toll er doch sei. Kein Wunder bei den Karten. Ich spiele auch gerade gegen ihn und habe auch keine Chance. Ich hätte nichts dagegen, wenn der gute Bartholomäus von seinem Thron gestoßen werden würde. Hier, das sind die besten Karten, die ich noch habe. Danke, ich stecke sie in mein Kartendeck. Bei der nächsten Partie kann ich sie dann benutzen. Zeig's ihm.
Ich gehe dann wieder mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Hier ist eine Kartenhälfte. Das könnte eine besonders gute Karte sein. Aber die eine Hälfte wird mir nichts nützen. Sit down and push black locus. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Button to flush your opponent into Chivion. Aha. Was zur Hölle? Das finde ich auch gut, dass man das nicht immer wieder neu machen muss. Oh, guck mal. Das sind eklige Dinger. Okay. Herr König? Kann ich dir helfen? Ja. Ich habe etwas zu essen für euch gefunden, aber momentan komme ich noch nicht zurecht ran. Die Stadtwache hat ein Riesensandwich. Wenn ich sie bei so einem Kartenspiel besiege, bekomme ich es. Die Stadtwache hat immer eine Menge leckeres Essen dabei. Aber sie würde es nie riskieren, etwas davon zu verlieren. Sie muss sich verdammt sicher sein, dass sie dieses Spiel nicht verliert. Momentan kann sie es leider auch sein. Herr Schildwache hat viel bessere Karten als ich. Hm, was sind das für Karten? Verschiedene Spielkarten. Alle mit einem Bild und einem Text. Die Rückseiten sind blau mit braunen Linien. Hm, ich glaube, so etwas habe ich schon mal gesehen. Lass mich darüber nachdenken. Na gut. Das war's dann. Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Ist hier noch irgendwas? Wir Gnome leben zwar auch unter der Erde, aber das hier wäre nichts für mich. So ein bisschen klein, selbst für Gnome. Irgendwo da hinten werden die anderen Ratten sein. Einsam und hungrig. Das ist ekliger Kanalschleim. Und als Krönung ist er noch mit Schimmel überzogen. Hoffentlich werde ich nie gezwungen, den anzufassen. War ja klar. Immer wieder gerne, Bilbo. Immer wieder gerne. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt einmal hier hinten hin. Und dann wieder zurück. Das müsste reichen. Siehst du? Bilbo, psst, hier unten. Hallo, was gibt's? Ich habe etwas für dich. Eine Spielkarte? Ich wusste doch, dass ich so ein Ding schon mal gesehen habe. Schwamm bei uns in der Kanalisation, ist aber trocken geblieben. Sie hat eine Schutzhülle, siehst du? Es scheint eine besondere Karte zu sein. Tante Mildred hat zumindest erzählt, der Besitzer habe sich vom Turm geworfen, nachdem sie ihm in den Abfluss gefallen war. Oh! Hui, danke. Hoffentlich hilft sie dir. Viel Erfolg. Black Locus. Oh Gott, ist das schlecht. Ich klebe die beiden Kartenhälften mit dem magischen Band zusammen. Mit dem magischen Band. Ich habe auch magisches Band zu Hause. Okay, macht er nicht. Na dann, Schildwache. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur, was willst du? Ich habe hier eine Spielkarte gefunden. Wie ist ich habe tatsächlich eine Karte gefunden. Schauen Sie mal. Ist das eine besondere Karte? Ich frage nur wegen der Noppen und so. Die ist, sie ist beschädigt. Sie ist so gut wie neu. Nein, leider. Also leider darf grundsätzlich nicht mit beschädigten oder reparierten Karten gespielt werden. Aber ich kenne die Regeln genau. Und ich kann da keine Ausnahme machen. Du darfst die Karte nicht benutzen. Und das haben Sie sich bestimmt nicht gerade ausgedacht? Ach, was? Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Natürlich hat er sich das gerade ausgedacht. Wir gehen jetzt zum Meister Markus und heulen. Meister Markus?
Ja. Herr Schildträger sagt, mit einer reparierten Karte dürfte ich nicht spielen. So, sagt er das? Das wage ich zu bezweifeln. Was ist das? Das sind die offiziellen Spielregeln. Und hier steht, man kann eine Karte in beliebigem Zustand verwenden, sofern mindestens 51% der Karte vorhanden sind und man die Schrift lesen kann. Das heißt? Dass die Karte völlig in Ordnung ist und das kleine Wiesel seinen Rauswurf aus der Spielervereinigung riskiert, wenn er deine Herausforderung nicht annimmt. Nimm das Buch und halte es ihm unter die Nase, Wilbur. Mit dem größten Vergnügen. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Es ist zwar ein bisschen nervig mit dem ganzen Hin und Her, aber was willst du machen? So, Herr Schildträger. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur, was willst du? Ich habe mich erkundigt, was die Regeln zu kaputten Karten sagen. Die Spielregeln sagen zu kaputten Karten etwas ganz anderes als Sie, Herr Schildträger. Das, kann nicht sein. Oh doch. Ich fordere Sie heraus und ich werde die Karte benutzen. Aber, also, auch das wird dir nichts nützen. Ich bin der Champion. Das ist unmöglich. Das war ein Sieg, würde ich sagen. Aber ich bin der ungeschlagene Champion. Der einmal geschlagene Champion. Dürfte ich nun das Sandwich haben? Das ist unfair. Du hast geschummelt. Ich will eine Revanche. Abgemacht war, dass ich das Sandwich bekomme, sobald ich gegen sie gewinne. Wir hatten abgemacht, dass ich ihr Sandwich bekomme, sobald ich gegen sie gewinne. Und ich habe gewonnen. Aber ich gebe es dir nicht. Ich will eine Revanche. Ich habe fair gewonnen. Das werde ich auch jedem so erzählen. Ich habe fair gewonnen. Und das werde ich auch jedem so erzählen. Das geht doch nicht. Ich bin der Champion. Mich kann niemand besiegen. Wie wäre es damit? Sie geben mir das Sandwich und ich vergesse, dass ich sie geschlagen habe. Und ich will meine Karten zurück. Alle Karten. Auch deine. Wir haben nie gespielt. Und dafür bekomme ich das Sandwich? So ist es. Und wir sprechen nie wieder über diese Angelegenheit. Na schön. Jetzt hat er natürlich die Imba-Karte und kann machen, was er will, ne? Herr König? Kann ich dir helfen? Ich habe einen riesen Sandwich. Schau mal, Herr König. Ich habe hier ein großes Sandwich für Sie. Das ist nett gemeint, Wilbur. Aber das Sandwich reicht nicht ansatzweise für uns alle. Es müsste viel, viel größer sein. Wie groß? So einen Menschenfuß lang. Aber so lang ist es doch. Oder war. Okay. Bis bald, Herr König. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Dann müssen wir das halt so machen. Das dürfte ein Festessen für die Ratten werden. Haut rein! Jetzt gehen wir wieder rein.